Hi, Knack. Hallo. Jump in. Ich habe gehört, wir machen eine Reise. Ich habe noch Proviant mitgenommen. Sehr schön. Braucht Zimmer. Das ist das Wichtigste, wenn einer eine Reise tut. Dann muss man in eine Raststätte oder in eine Tankstelle gehen und ungesunde Sachen kaufen. Das haben wir die Ausländerkinder früher bei der Schulreise gemacht. Weißt, die Schweizer Kinder immer mit so Äpfeln und gesunden Esswaren. Und die Ausländerkinder mit weißt, Chips und Schoki und alles vollgestopft. Wir waren beliebt in der Klasse. Aber. Dann so mit einem Töpperbär mit so geschnittenen Rüebli. Was, Rüebli? Nein, im Fall, ich finde, so Essen und Auto fahren gehört so fest zueinander. Genauso wie man Musik hört beim Autofahren. Das wollte ich vorher auch noch sagen. Ich finde, das ist eine geile Idee, weil ich sage fast jedem, der ich mein Album gebe, hey, wenn du ein Auto hast, lass auf einer Autofahrt eben zum Beispiel Bern-Zürich oder yeah. Zürich-Mauer yeah. Und wo immer wir hergehen. Yeah. Hey, aber was singst du da auf Portugiesisch? Jetzt kommt noch, der Rap jetzt noch auf Portugiesisch, das klingt wie Retoromanisch, musst du mal hören. Okay. Aber es ist auch ein Olhos nos olhos, mãos nas mãos. Cada toco uma tentação, cada olhada uma sensação. Uma noite mais então. Es geht um, es ist eigentlich ein relativ kitschiges Lied. Ich stehe voll auf Kitsch, das weißt du. Es geht um, also ja kitschig, eigentlich auch ein bisschen dirty. Es geht um ein also um Fremdgehen auf einer Reise. Mhm. Also so à la, du bist... Ja, es muss nicht unbedingt fremd sein, aber jetzt aus meiner Situation geschrieben vielleicht schon. Du bist auf einer Reise, du verliebst dich irgendwie temporär jemanden und du hast nur kurz Zeit. Und du weißt nachher, du wirst ihn nie mehr sehen oder ihn, weil du hast ja eine Beziehung. Vielleicht ist es so, du bist so weit weg, dass du ihn nie mehr sehen willst. Oder nicht mehr oft. Ist das reine Kunst oder ist es eine reelle Problematik für dich, als du unterwegs bist? Das ist reine. Das ist genau ein gutes Beispiel, wie Kunst kann ein Ventil sein kann. Ich hatte auch schon mal einen Unfall, relativ krass. Darum, seitdem habe ich so ein Ding, wie heisst es, ein Trauma. Ich kann Schneidertrauma hast du gehabt? Nein, ein psychisches Trauma. Ich übertreibe natürlich jetzt nicht. Aber ich kann nicht mehr rechts. Also das, was du jetzt gemacht hast, kann ich nicht mehr machen, ohne wirklich 10 Mal zu schauen. Weil ich bin auf der Autobahn gefahren mit meinem damals Mini im Winter. Mhm. Und ich bin bis heute 100%ig sicher, dass ich den habe überholt, das andere Auto. Yeah. Aber das andere Auto hat, glaube ich, raus wollen. Das ist meine Version. Also das Auto hat auch links und ist zu früh links, hat mich so getroffen hinten. Und ich bin mit 100 auf der Autobahn in einer ziemlich heiklen Stelle so geschleudert und dann in die Leitplanke rein. Und das Auto war ziemlich zerstört gewesen. Und mir hat es überhaupt nichts gemacht, so der Klassiker. Ja. Aber es macht schon Angst, schnell wieder ins Auto gestiegen, ne? Nicht unbedingt ins Auto steigen, aber eben das Gefühl immer so, hey, es braucht so wenig. Das Krasse ist, ich habe den Schlag gehört, von mir ist noch so. Und dann irgendwie noch so denkt, oh nein, das gibt eine teure Rechnung. Das weiss ich, ist mir noch durch den Kopf. Und dann merke ich, oh nein, ich kann das Auto nicht mehr kontrollieren. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich verkehrt auf der Autobahn bin. Und Lastwagen, weißt du, ich habe so gerade hinten, es hat mich so gedreht, und ich habe den Lastwagen hinter mir gesehen, aber einfach frontal, so. Oh, und dann hatte ich sehr Glück, dass ich hinterher in die Leitplanke reingebretscht und mir überhaupt nichts, es hat schon ein bisschen weh da, aber irgendwie nicht, kein Schleudertrauma, nichts gehabt. Shit. Jetzt dir, voll ehrlich. Ja. Meine Einschätzung ist jetzt, dass dir die Musik vielleicht eigentlich noch gefallen hat. Ja. Aber dass dir etwas zu viel Text war. Also, weißt du, zu viel so. Weil ich weiss, dass du ja auch, du bist Hip-Hop-affin, ja. Nehme ich jetzt mal an. Aber ja, du hörst auch vielleicht eher Sachen, die ein bisschen in den Pop-Bereich eher reingehen, die ich dann vielleicht weniger höre, obwohl es gut ist. Aber wie hast jetzt du das Lied gefunden? Ist es zu viel Text gewesen, oder gibt's? Das Ding ist so, wenn ich Musik höre, dann höre ich meistens zuerst mal auf die Musik. Also weißt, auf den Sound, ja. Auf den Beat, auf Klang und so Sachen. Und erst im zweiten Schritt höre ich normalerweise auf den Text. Ja. Und du hast es jetzt so minimal gehalten mit der Musik, dass der Fokus auf dem Text muss sein. Du wirst dazu aufgefordert, anzuhören, was erzählt wird. Und ich glaube, da ist das Vorgehen eher eben umgekehrt, was für mich eher unnatürlich ist. Und das ist vielleicht das, was du jetzt gerade wie so gemerkt hast. Weil so bei diesen Hummings, die du da machst, ich so, dort hast du mich, weißt du? Also, dort fühle ich etwas. Ja. So. Dort zieht es gerade bei mir. Und für den Text ist es so, ich brauche mehrere Gänge.
bis ich mich wirklich dem kann widmen kann. Ja. So. Weißt du, was ich meine? Ja, das bestätigt jeder, das wollte ich eigentlich auch mit meiner Musik machen. Und ich weiss, es ist eben eigentlich arrogant. Also arrogant. Oder ich möchte die Leute dazu zwingen, zu hören. Ja. Das ist genau das, wenn du... Aber bei einem Rap-Artist ist es so natürlich. Ich finde das nicht arrogant, sondern zielgerichtet. So. Ja, aber zum Beispiel... Oder arrogant ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich nerve mich zum Beispiel, dass im Radio Musik, die zwei Texte nicht mehr Platz hat, weil immer das Argument ist, ja, die Leute wollen es zum Arbeiten hören, im Hintergrund, sie können nicht herhören, also brauchen sie etwas leicht Konsumierbares. Oder? Wieso ist das der Titeltrack geworden? Ist es von Anfang an klar gewesen? Ja, weil er zeigt so ein bisschen alles, was ich in diesem Album mache. Mhm. Also zum einen, ich spiele ja hier mit Sprachen noch, also zum Teil rappe ich da so halb Englisch noch, oder auch englische Teile. Mhm. Ich spiele, also man hört Gudrun sehr gut, also das die Loop-Sachen. Und ich singe, klein, aber gleich nicht irgendwie, es ist jetzt nicht irgendein R&B-Gesang, es ist mehr so ein etwas Indie, ja, Rock, voll, so. Jetzt ein bisschen die Richtung mehr. Eben, das zeigt eigentlich alles gut und gleichzeitig ist es auch so eine kleine Ansage, es ist schon relativ, auch ein bisschen, zeigen, wie gut dass ich flowen kann. Oder auch, was ich unter gut stehe. Und ich sage auch, fickt eure Mütter. Das ist ja ein Muss im Hip-Hop. Ja, aber ich denke, ich sage es dort mal, weil viele denken immer von mir, ja, das ist lieb und so. Und ich bin auch lieb, aber eben, ich habe ja auch, ich meine, ich war jahrelang an Battles gewesen. Ich habe auch ein Competition-Gen. Yeah. Und ein Gen, das zeigen will, wie gut es ist. Es ist wirklich, wie du sagst, ja, ich habe mich dann noch ein bisschen an zeitgenössischer neuen Rap-Künstler aus der Stadt orientiert. Mhm. Und manchmal sieht man ja das Mitmachen vom Trend. Zum Beispiel mit den Kleidern mache ich das auch, mit ihrer Frisur. Sagen viele Leute, ja, das Hipster-Ding oder so. Immer mit dem Trend gehen, oder? Ja. Yeah. Aber und sieht das als Schwäche und ich sehe das eben irgendwie als Stärke. Yeah. Weil es ist nicht unbedingt, dass ich habe keinen eigenen Stil und ich passe mich immer auch an, sondern ja, ich entwickle mich weiter, ich interessiere mich für die neuen Sachen und ich nehme das, was mir daraus gefällt, irgendwie. Das Ding ist, es ist schon Agilität. Also weißt du, wenn du in einem Business bist, wo es um Gefühle und Emotionen geht und du machst immer noch Musik von den 90ern, die ich jetzt zum Beispiel persönlich feiere, aber irgendwann bist du outdated und das interessiert nicht mehr. Man muss schon ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Das heisst, aber wie du gesagt hast, es denkt mir nicht, dass man seine Identität verkaufen sollte. Man hat ja immer so eine eigene Note. Und ich denke schon, die Stimme alleine ist so wiedererkennbar jetzt bei dir zum Beispiel. Ja. Hey, Knäckewohl, das ist die einzige GoPro, die noch läuft. Merci vielmals. Tschüss, Tama. Hat Knäcktracks. Das hat mich gefreut. Merci fürs Zuhören und für die krassen Gespräche. Es war voll gute Gespräche. Bist du dürft, dass wir miteinander reden? Ja, das nächste Mal will ich wieder ein Album rausbringen. Also, mach's tschüss, gut. Ciao, tschüss, Tama.